So, und wir haben den nächsten Kämpfer aus Deutschland, Emir Can Alp. Mit einer derzeitigen Bilanz von 5 Siegen, 6 Niederlagen. Auch ein Athlet vom UFD-Gym. Wird ebenfalls betreut von Kerim Engisek. Ich muss mich wieder ausbessern, habe scheinbar auch wieder eine falsche Bilanz hier bekommen. Er steht bei 6 Siegen und 6 Niederlagen. Und nun rufe ich auch seinen Gegner in die rote Ecke. Und ihm gegenüber steht Todd Andrasch aus der Slowakei mit einer derzeitigen Bilanz von 2 Siegen und 1 Niederlage. And now introducing fighting out of the blue corner. He's a mixed martial artist with a record of 6 wins, 6 losses. He stands 1.79 meters tall, weight in at 83.9 kilograms. He's fighting for UFD Gym Düsseldorf. Emir, the Turkish Bull, Canal! And his opponent in the red corner is a mixed martial artist with a record of 2 wins, 1 loss. He stands 1.85 meters tall, weighed in at 83.9 kilograms. Fighting for Bosi Kempel, Gym Slovakia, Andreas Todt! And our referee in charge, Bogdan Grad. We have amateur rules, no elbows and no knees to the head. Always listen to my commands. When I say stop, you stop.
touch gloves if you want, and go back to your corner. Ja, wir haben jetzt hier den nächsten Amateur-MMA-Kampf. Und wir starten hier in den neunten Kampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das wird, wie man so schön sagt auf Wienerisch, ein Schmankerl werden. Nein. Emir Can Al jetzt mit schönen Overhands. Emir Can Al bekannt für seinen aggressiven, wuchtigen Striking-Stil. Die Gegner leichte Reichweitenvorteile. 6 cm größer wie Can Al. Macht das hier aber sehr gut. Die ersten 30 Sekunden schon runtergelaufen von der Uhr, haben sich beide nichts geschenkt. Jetzt hier wieder schöne rechte Overhand von Can Al. Er muss tot aufpassen. Wenn die Wucht kommt, jetzt kleiner Inside Leg Kick hier von Tod. Ja, Head Kick. Und hier sehen wir es wieder. Can Al versucht dann immer wieder die Distanz zu verkürzen mit einer Links-Rechts-Kombination. Steht seinerseits auch sehr stabil in der Deckung. Jetzt hier haben Sie es wieder gesehen. Sehr kompakt. Jetzt hier wieder immer wieder schön die Links-Rechts-Kombination, die Schwinger von Emir Can Al. Auch eine weite Reise hinter sich gebracht, aus Düsseldorf angereist, aus dem UFD-Gym. Wie heute schon einige Kandidaten hier. Und jetzt ganz unerwartet mit dem Takedown. Schöner Takedown von Emir Can Al. Tod kann ihn jetzt aber festhalten. Fixiert hier Can Al gut, gibt ihm wenig Platz, aber Can Al kann sich jetzt hier gleich aufrichten, muss nur noch den Kopf herausbringen. Ja, jetzt sind wir am Boden. Can Al in der Half Guard versucht sich jetzt wieder aufzurichten und sich die noch dominantere Position zu sichern. Jetzt sind wir wieder im Stand. Schöne Kombination wieder. Ja, jetzt hier schöner rechter Uppercut von Tod. Beide liefern sich hier einen sehr dynamischen Kampf. Auf jeden Fall. Die erste Runde schon sehr. Can Al, auch deutscher Amateurmeister in seiner Gewichtsklasse 2022. Eine wahnsinnige Maschine, dieser junge Mann. Hat letzte Woche in Deutschland gekämpft, kämpft diese Woche bei uns in Österreich bei der Vendetta. Und nächste Woche steht dann seine Titelverteidigung bei der deutschen Staatsmeisterschaft an. Entschuldigung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Also der junge Mann kämpft in 3 Wochen so oft wie manche in einem ganzen Jahr. Das da muss man ihm natürlich hoch anrechnen. Kommt auch aus einem sehr guten, wenn nicht sogar einem der besten Gyms in Europa. Vom UFD-Gym wird in seiner Ecke gecoacht von Kerim Engisek. Seinerseits Profikämpfer bei Octagon. Hier haben wir ihn im Bild. Dann wird Can Al behandelt von Roland Eicher. Sein Kontrahent in der anderen Ecke von unserer Catwoman Katharina. Hier haben wir nochmal die Highlights aus der ersten Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier haben Sie es gesehen, Can Al versucht sie immer wieder gut mit seinem Striking, kommt auch immer wieder durch. Muss aber aufpassen, dass er aufgrund des Reichweitenvorteiles von Andreas Tod ihn hier nicht in einen Konter hineinläuft. Kaum zu glauben, was sich heute hier diese Amateure im MMA liefern. Da merkt man auf jeden Fall, Amateure hungrig, die wollen bald ins Profilager, die wollen weiter im Sport nach oben bis an die Spitze. Und es geht in die zweite Runde. Jetzt der Kampf wieder am Boden, in derselben Position, wie wir schon in der ersten Runde hatten. Aber Can Al kann sich hier wieder befreien. Tod macht das aber seinerseits auch nicht schlecht. Braucht man die Leistung des Gegners nicht schmälern.
hält hier Can Alp gut bei sich. Position. Spielt sich jetzt hier eher mehr am Boden ab, dieser Kampf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Can Alp versucht sich hier immer wieder gut vorzuarbeiten. Setzt immer wieder schöne Schläge zwischendurch. Andras Schott kann das aber recht gut verteidigen bis jetzt. Auf jeden Fall. Ein paar Hammerfist von Can Alp. Scheint beiden schon langsam ein bisschen die Ideen auszugehen. Etwas das Tempo rausgenommen, 2 Minuten in der zweiten Runde, jetzt schon runter von der Uhr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das kostet jetzt natürlich auch sehr viel Energie. Etwas Tempo rausgenommen worden, wie es Philipp auch sagt, ist sehr kräftezehrend der Bodenkampf, das Ringen. Da müssen dann beide aufpassen, dass ihnen in der letzten Runde dann nicht die Luft ausgeht. Noch 20 Sekunden in der zweiten Runde. Und hartes Ground and Pound jetzt von Can Alp. Und die Runde ist vorbei. Hier haben wir dann nochmal die Highlights aus der vergangenen Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sehr ausgeglichener Kampf von beiden Ecken. Weil ich leichte Vorteile für die blaue Ecke sehe. Und dann gehen wir jetzt auch gleich in die dritte und letzte Runde des 9. Kampfes des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Emir Can Alp gegen Andreas Todt. Ja, zurzeit ist relativ schwer zu werten, wobei ich eben auch gleich wie du leichte Vorteile bei Can Alp sehe, dadurch, dass er die Ground Control eigentlich hatte. Auf jeden Fall, und sobald sich der Kampf in den Stand-Up-Bereich verlagert, sehe ich da klare Vorteile für Can Alp, obwohl er kleiner ist als sein Gegner. Und jetzt hier die letzte Runde, er tot, beginnt hier gleich mit einem Headkick, aber Can Alp blockt den seinerseits. Jetzt wieder schöner Takedown, Double Leg von Emir Can Alp. Und wir sind wieder dort, wo es in der zweiten Runde geendet aufgehört hat. Aber jetzt hier Can Alp in der Full Guard Position, gerade der dominantere Part am Boden. Versucht sich jetzt hier wieder aufzurichten, sich eine noch bessere Position erarbeiten zu können. Aber Todt verteidigt hier seinerseits auch sehr gut. Jetzt gleich die erste Minute der letzten Runde vorbei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und
Hat sich versucht hier aufzurichten, Andreas Todt, aber Can Al macht das hier sehr gut. Zieht ihn sofort wieder Richtung Boden. Jetzt die Hälfte der letzten Runde verstrichen. Wir müssen beide hier noch einen Gang zulegen, um das für die jeweilige Ecke eindeutig zu fixieren. Ja, muss ich dir recht geben. Weil sonst ist das ein sehr ausgeglichener Kampf von beiden Seiten. Aber Can Al macht das hier sehr gut, die Ground Control. Das sehen die Judges. Das gibt Punkte. Sehen wir mal. Und das wird zwei auch Schläge. Vermutlich den Kampf entscheiden. Jetzt hier wieder schöne Körpertreffer von Can Al. Jetzt versucht sich Todt hier rauszudrehen. Todt versucht jetzt auch immer wieder mit Schlägen Can Al zu schwächen. Der war immer weiter unbeeindruckt, auch obendrauf. Jetzt hier wieder in der Full Guard. Emir Can Al. Oh, jetzt mit einem harten Treffer. Und der Kampf ist zu Ende. Und der Kampf geht zu den Judges. Beide sichtlich erschöpft jetzt. Nochmal in der Wiederholung. Headkick von Todt. Und der Takedown von Can Al. So, und wir kommen zur Urteilsverkündung. And now we are here with the official decision. We have a winner by points for the blue corner. Emir der Türkischbul, Can Al! Und wie zu erwarten war, Emir Can Al holt sich den Sieg nach Punkten. Wunderbar, jetzt bin ich mit dem Sieger Emir Can. Richtig geile, dominante Performance, dominiert, hat es eigentlich nichts gegeben. Oder wie fühlst du dich? Wie war es für dich? Salam alaikum. Wir sind den weiten Weg aus Düsseldorf hingekommen, um zu zeigen, was UFD drauf hat. Wir sind die Zukunft und jetzt fordere ich jeden 84 Kilo in Österreich heraus, um mit mir gegen den Titel zu kämpfen. Ich bin the fucking number one im Mittelgewicht.
Das ist eine Ansage. Let's go. 2. Dezember sehen wir uns. Und bevor wir jetzt zum 10. Kampf